Okay, Leute, ich wollte nochmal Dick Wild 2 testen, aber im Crossplay. Mit mir ist dabei der Horst. Und ja, wir spielen Crossplay, das heißt, er hat die PS4. Ich spiele am PC mit der Oculus Rift. Und leider, ja, man kann zusammen zocken, aber der Voice Chat funktioniert nicht, ist sehr schade. Info an den Entwickler. Bitte den Voice Chat nachreichen, das wäre echt cool. I've come to the conclusion that Biotech's using the nuclear power plant to power up their production of all sorts of bizarre products. Und ich weiß nicht, ob der Horst so groß ist, aber go cork your pistols. Das sieht schon irgendwie komisch aus. Ich kann mir jetzt hier nur so was Kleines aussuchen, aber ich bin ready, würde ich sagen. Ich nehme nur hier sowas. So. Der Horst hat alles freigeschaltet schon. Ich noch nicht. Ich bin zu schlecht dafür. Ah, jetzt ist er auf mein Level runtergekommen. Da hat er eine nette Waffe. Guckt euch das mal an. Also ich glaube, mit dem Horst brauche ich mir keine Sorgen machen. Der hat auch nur eine Waffe, oder sieht das nur so aus? Ich hier mit meinem kleinen Colt. Oh, eine Cobra. Nice. Also zu zweit macht es schon ein bisschen mehr Spaß. Echt schade, dass der Voice nicht funktioniert. Aber trotzdem cool, dass man wirklich auch mit PSVR-Usern zocken kann. Das macht das Ganze viel interessanter. Stirbst du? Okay, man hat wirklich ein eigenes Konto. Oder was er kaputt macht, geht auch auf meinen, ne. Long Lost Temple. Well, look at you. You have returned from your mighty combat. Ich hab ein paar Pommes auf dem Kopf. Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe überhaupt nichts hier freigeschaltet. Aber ich bleibe lieber bei meinen. Bei meinen Kollegen. Wie die Gesichter aussehen. Ich würde gerne sehen, wie ich aussehe. Oh, schon orange Frösche, sind die gefährlicher? Hier leidet der Trigger wieder. Der Horst braucht einfach nur draufhalten, glaube ich. Ist auch cool, wenn diese Feuerbälle kommen. Man kann sich dann gegenseitig ein bisschen schützen. Und die Feuerbälle abknallen. Der Horst hat Power Up ready. Ich es auch. Stirbst du, scheiß Frosch. Also bei mir läuft das auch jetzt ganz flüssig. Beim letzten Mal hatte ich so ein bisschen ein paar Lags. Ah,
Howdy, gang. Oh, jetzt müssen wir uns eigentlich mal was leisten hier. Ein Schild. Ja, ja. Also auf keinen Fall werde ich die Uzi nehmen, die gefiel mir überhaupt nicht. Die Shotgun war aber ganz, ganz brauchbar. Werde ich mir dafür die Shotgun jetzt erstmal nehmen. Und dann bin ich erstmal wieder ready. Der hat auch eine nette Shotgun. Ich bin auch ready. Hier gibt es irgendwie auch viel mehr Geld. In dem Level, was der Horst jetzt hier angemacht hat. Wow! Was ist hinter mir, ne? Okay, jetzt wird es schon heftiger hier. Okay, ich hätte bei meinen zwei Revolvern bleiben sollen. Okay, man muss ein bisschen anders schießen mit der Schrotflinte. Stirb, du scheiß Frosch. Auch noch eine Kiste. Wow, der hat mich. Also ich hätte gerne auch so eine Schrotflinte wie der Horst. Wow. Jetzt hören sie aber nicht auf. Oh, der Horst hat ganz gut eingesteckt. Ja, hör mal. Hut ab. Ah, dann nehme ich auch meinen Hut hier. First, the toxic goo's coming from the Biotech headquarters. They be dumping the waste directly from their giant nuclear power plant. Darn sons of beekeepers. Okay, ich kaufe mir eine Weste. Und das war doch erstmal, oder? Ja. Oh, guck mal, was der an Waffen hat. Dein Ernst? Look at this. Also die Uzi sieht nice aus, die er jetzt da hat. Oh, das sieht heftig aus.
Oh Gott, ey. Hilfe! Komm, na warte. Jetzt fast mal wegballern hier. Boah, das geht ganz schön in die Daumen und in die Arme. Komm, komm, komm. Ich brauche hier Dauerfeuer. Hau mal Power-Up hier raus. Hola! Since you didn't ask at all, yes, it's a new haircut, and I'm sticking with it. Oh, oh, oh. Okay, ich muss auf jeden Fall Restore machen. Und ich kaufe mir eine Uzi. Okay. I'm ready. Never make the same mistake twice. I make it 5 or 6 times just to be sure. Manchmal verzieht die gar nicht so heftig. Was hat der denn jetzt für eine Waffe? Okay, nochmal Schrotflinte. Ein PvP-Modus könnte es ja auch geben. Wäre eigentlich gar nicht so verkehrt. So, dann kommen die ersten Mistviecher. Da ist noch was. Okay, die. Komm! Jetzt halte ich hier mal drauf. Ah, jetzt müssen wir auf die Vögel achten. Komm, komm, komm. Haust du ab, Mann, Mann, Mann. Boah. Keine Chance hier. Der war knapp. Ahoy, Light. Okay, in dem Level gibt es nicht so viel Kohle irgendwie. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Increase the hit. So, was haben wir denn sonst noch hier? Ein Schild? Nee. Ich bleibe erstmal dabei. Ich glaube, noch eine haben wir. Genau. F und dann gucken wir mal, was wir noch kaufen können. Aber das Freischalten geht hier echt langsam irgendwie, habe ich das Gefühl. Okay, am Anfang ist das gar nicht so schlecht, wie das Ding verzieht. Natürlich kann man mit dem Revolver gezielter schießen. Wir haben keine Chance. Der Holz hier alles weg. Okay, wir haben den Power-Up.
Können wir dann eventuell nachher benutzen? Okay. Boah, ich weiß nicht, ob ich den jetzt zuletzt gekriegt habe oder der Horst. Aber ist eigentlich egal, man spielt ja hier zusammen. Boah, ich glaube, ich muss jetzt echt wegen meinen Daumen noch eine OC nehmen. Critical Hit. Ja, ich kaufe jetzt erstmal irgendwie. Soll ich noch eine Uzi nehmen? Na komm, wir nehmen da noch eine Shotgun, dann haben wir. Dann nehmen wir das noch hier. Und ready. Where you go from here is a choice I leave to you. Komm, komm, komm! Ich will doch auf die scheiß Sonne nur schießen! Ich holz hier nur noch drauf, man kann ja gar nicht mehr zielen. Holzi, Holzi, Holz! Ah, so weggeknallt. Guck mal, ob ich die so kriege. Na komm. Okay, habe ich mir gedacht. Also ich glaube, gleich wäre ein Schutzschild echt sinnvoll. Ja, mit Voice könnte man sich so ein bisschen absprechen. Auch wenn es nicht unbedingt so notwendig ist. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn überhaupt treffe gerade. Schlüssel. Did you see them beavers out there? Hell and high water, they are up to no good. I heard them banging and clanging all night. I ain't never scared, but I'm as nervous as a cat in a room full of rocking chairs. You might want to lock and stock, cause you're in for a ride. Oh, ich will hier auch so was haben. Okay, alles für teuer, also geht's los. Jetzt hat er wieder seine Strahlenpistole hier. Also zielen kann man am besten mit dem Revolver, finde ich, bisher. Die zerplatzen ja so. Also ich brauche gar nicht mitspielen, glaube ich. Okay, ich habe das Gefühl, das ist einfach nur ein bisschen Einführung jetzt hier. Gleich wird es bestimmt heftig. Man muss natürlich gucken, welche sind die wichtigeren Ziele, die man jetzt als erstes abknallen muss.
Aber bei 2 geht das echt klar. Alleine war das sehr heftig, fand ich. Aber warum sehe ich hier nur eine Waffe? Hat der gleiche Ding wie ich gewählt? Okay. Ich bleib dabei erstmal. So. Where will you go? I hear hell is particularly nice this time of year. Oh, was sind das für Viecher? Ja, die Gebäude muss man auch immer direkt zerstören, weil von da schießen diese komischen Bomben ab. Ah, das ist da hinten. Okay, wo? Irgendwann kommt noch. Oder? Nee. Immer voll die lustige Musik hier. So, was nehme ich mir noch? Nehme ich mir die Uzi noch mal? Ich glaube, die war gar nicht so verkehrt für eine Hand. Aber verstehe ich nicht, warum der nur eine Waffe hat. Oder warum ich nur eine Waffe sehe. Kann man die auch währenddessen swappen? Nee. Das wäre natürlich auch noch eine coole Funktion. Oh, was kommt jetzt? Endgegner? Ach du Scheiße. Den Feedback abschießen und nur die Kanone. Lieber Bärschar! Yes! Na komm. Och, jetzt hat er hier so eine Laserknarre. Die mehr finde ich auch gar nicht so schlecht. Hat was. Dann kommen denn hier die Waggons. Da ist der Dick schon.
Ich muss mal kurz. It's a me, Nikolai. Okay, I really can't pull that one off. Increases max health. Shotgun. Ja, ich bin ready. Jetzt gehe ich mal kurz hier rüber. Okay. Ah, die kann auch schon ganz schön schnell schießen. Oh je. Okay. Oh, ist dann alles unter Kontrolle hier. Wir kennen die Maulwürfe. Das ist gemein, da kommen die Maulwürfe von rechts mit diesen Waggons. Und dann kommen noch die Fische, die springen. Die bleiben ja auch hier hängen, wenn die nahe genug rankommen mit ihren Bohrern. Huh. 1245. Dick, das war's für dich. Schrotflinte unten, Hutzi. Alles gut. Ach du Scheiße. Also mit der Schrotflinte kann ich nicht so gut zielen. Oh, jetzt geht er aber ab hier. Komm, scheiß Cobra. Was hat eingesteckt hier? Alter! Ich dachte, der will uns gar nicht anhalten. So, das braucht er auf jeden Fall. Ich kaufe das hier mal. Weil da ja alles lockt ist. Das ist echt schade. Ah, er hat keine Kohle mehr. If you are brave enough to say goodbye, life will reward you with a new yellow.
Also die Strahlenkanone scheint schon echt gut zu sein. Okay, wir haben uns schon mal vor schon mal nicht mehr kümmern. Ich finde es gar nicht so einfach, dass ich mit der Uzi rechts festhalten muss, den Trigger, und mit der Schrotflinte die ganze Zeit drücken muss. Und ab und zu vergesse ich das dann und drücke dann auch bei der Uzi. Na komm! Alter. Okay, was ist das? Ach, das ist das Fahrrad, das Ende. Yes. Jetzt fängt es bei mir wieder so ein bisschen an zu laggen nach einer Zeit. Ich weiß nicht warum. Komm. Hier sind schon böse, diese scheiß Krebse. Ah, in der Luft noch. Keine Chance, die Viecher hier. Oh, da oben ist was. Ich dachte, der landet. Scheiße, die hat getroffen. Puh. Okay. Das solltest du nehmen, Horst, oder? Hat er aber, glaube ich, auch genommen. Ich bleib bei der Kombi, die stand jetzt noch ganz gut. Durch das Elektroportal hier. Haust du ab. Oh, da denkt man, da kommt jetzt nichts mehr Großes, sondern wir brauchen auf einmal 4-5 Viecher auf. Wo war nochmal hier? Power ab.
Hat aber schon alle besiegt hier. Okay, Power-Up hätte ich mir für den Endgegner halten sollen. Um Geld kann ich mich nicht beklagen. Da knallt ja alles rauf. Soll ich mir noch mal eine Uzi nehmen? Ah, komm. Eine Uzi. Hä? Ach, ich hab die nicht gekauft, ich Blödmann. Egal. Jetzt kommt bestimmt der Endgegner. Völlig Endstufe hier. Der Frittenkopf. Also diese kaputt machen, die Viecher, die hier rund sind. Okay, das kann man nicht kaputt machen. Ich sehe Gegner und dann sind die meistens schon kaputt, weil der Horst sie erwischt. Jetzt aber. Na komm raus. Na komm. Also ich muss das mal probieren, ob das mit der Wife nicht so leckt, wie mit der Oculus Rift. Also Anfang war es völlig okay und jetzt fängt es ein bisschen an. Aber ist noch spielbar, also kein Problem. Jetzt fängt sie wieder richtig an, heftig zu werden. Okay, noch ist es handelbar. Bin ich kaputt. Diese scheiß Kugel. Komm, 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 komm. Heftig. Ich treffe noch nicht mal mit meinem Revolver hier. Wow. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's erstmal mit dem Endboss hier. Hör mal auf. Ja, hat echt Spaß gemacht mit dem Horst. War echt cool und ja, ich finde es geil, dass man hier wirklich Crossplay spielen kann mit der PS4 und der Rift oder Vive über SteamVR.
Ja, Leute, wenn euch gefallen hat hier, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Und lasst doch einfach ein Abo da, wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, dann werdet ihr immer informiert über neue Videos. Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.